Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um die Helikontext Wendicott gehen, die ich euch genauer vorstellen möchte. Viel Spaß beim heutigen Film. Ja, wie viele wissen, stehe ich selber sehr auf diese Bauchtaschen, sei es als EDC oder einfach als Notfalltasche. Gewöhnlicherweise setze ich ja auf meine Tatonka-Tasche. Die habe ich in drei verschiedenen Größen. Das hier ist jetzt die mittlere Variante. Und die Tasche habe ich tatsächlich immer dabei bei jedem Ausflug, egal ob ich zur Arbeit fahre oder ob wir irgendwo wandern gehen, ob wir Urlaub machen. Die Tasche ist immer dabei, weil da ist halt mein Geld drin, meine Schlüssel, Medikamente, alles das, was ich wirklich so im alltäglichen Leben immer wieder brauche. Und die Tatonka-Tasche hat halt einen Nachteil. Es ist halt im Endeffekt ein großes Fach, beziehungsweise hier vorne wäre noch ein kleines Fach. Und da stoppt man im Endeffekt alles rein, völlig ungeordnet. Ich kann mal kurz einen Blick da reinwerfen. Das heißt, man hat tausend Sachen hier drin, aber eben überhaupt kein System. Und das ist halt so eine kleine Sache, die mich etwas stört. Und dann habe ich mal geschaut, was es für Alternativen gibt. Ja, und hier diese Helikontext, die habe ich schon einige Male gesehen, weil ich sie einfach so schön fand, habe ich sie jetzt einfach bestellt. Die Tasche hat die Maße 26 cm in der Breite, 15 cm in der Höhe und 7 cm in der Dicke. Wobei 7 cm finde ich jetzt arg untertrieben. Ich habe die Tasche jetzt mal gefüllt und ich komme jetzt hier schon auf, oder sagen wir mal 16 cm, was ich an der Tiefe rausgeholt habe. Kommen wir kurz zum Erscheinungsbild der Tasche. Also hier vorne natürlich dieses kleine Patchfeld, wohinter sich auch das Logo von Helikon verbirgt. Man muss halt selber entscheiden, ob man jetzt hier wirklich ein Patch drüber kleben will. Ich mag diese Echse sehr, deswegen kommt da bei mir nichts drauf. Dann haben wir hier vorne eine Tasche. Das große Hauptfach hier in der Mitte und hier hinten ist nochmal ein kleines Fach. Wir haben hier diesen Tragegurt, der sich übrigens an beiden Seiten komplett entfernen lässt. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man das jetzt gemacht hat, kann man diese Schlaufen hier hinten reinstecken. Das passt normalerweise. Ich habe da jetzt hinten was drin, das zeige ich euch gleich. Aber normalerweise kann man diese Schlaufen hier hinten komplett reinstecken und dann hätte man so eine kleine, kompakte Tasche, die man einfach zum Beispiel in den Rucksack schmeißen kann. Und mit der Größe, also ihr seht das ja, wenn ich jetzt hier meine Hand habe, von der Breite her easy zu tragen, von der Tiefe her und als Größenvergleich, dass ihr es mal ungefähr vergleichen könnt, etwa, naja, ich sag mal eine Handlänge, vielleicht etwas mehr als eine Handlänge. Wie gesagt, das ist dieses Erscheinungsbild. Die Nähte an allen Stellen sind wirklich sehr, sehr gut und hochwertig vernäht. Es gibt hier noch kleine Schlaufen, wo man etwas einhängen könnte. Ihr seht es hier schon. Ich habe hier nochmal zwei Schlaufen. Da habe ich auf der einen Seite einen kleinen Karabiner, dass ich mir das halt einfach so an den Rucksack dran klappen kann oder dass ich es auch, wenn ich es nicht brauche, irgendwo hinhängen kann. Hier auf der Seite nochmal ein Schlüsselring mit zwei Magneten. Das sind aber einfach Spielereien. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem Inhalt, was ich jetzt hier alles reingepackt habe. Ich habe jetzt einfach mal so ein kleines Pack erstellt, was man sich so für größere Wanderungen in den Rucksack schmeißen könnte oder auch vielleicht einfach als kleines Notfalltäschchen ins Auto reinschmeißen. Deswegen nicht so sehr auf die Zusammenstellung achten. Es ging sich einfach nur darum zu zeigen, was passt denn alles hier in diese Tasche rein, die eigentlich ein Fassungsvolumen von etwa 2 Liter hat. Wir haben also als erstes ein Feuerzeug. Ich lege das jetzt erstmal beiseite. Hier ist eine Lupe, zwei Gummis, etwas Draht, eine einzige Mullbinde, Putztücher, um mal eben schnell die Brille reinigen zu können. Dann verschiedenste Medikamente, Kopfschmerztabletten, Durchfalltabletten, Allergietabletten und so weiter. Ein Tampon, davon müssten glaube ich sogar zwei da drin sein. Sei es zum Feuer machen, sei es als erste Hilfe beim Nasenbluten etc. oder halt für den normalen Verwendungszweck. Und dann habe ich hier noch zwei Pflaster drin. Das war jetzt nur diese kleine Fronttasche hier vorne. Da kommt schon einiges zusammen. Ich werde das gleich alles nochmal komplett hier auflisten, damit ihr halt seht, was da wirklich alles drin gesteckt hat. Kommen wir zur Rückseite. Hier ist eine Tasche, da habe ich drin mein Kartenetui. Dann seht ihr, ich habe mir hier noch die ganzen Bankkarten etc. alles drin und etwas Geld reingesteckt, dass man halt auch diesen Bereich abgedeckt hat, falls es wirklich mal zu einer kleinen Notsituation kommen sollte. Beispielsweise unterwegs muss man schnell tanken und man will nicht unbedingt zur Bank fahren oder ähnliches. Natürlich ein Handy hier drin. Und das war es auch schon bereits mit der Rücktasche. Und jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, man kann hier auf der Rückseite diese Schlaufen drin verstecken lassen. Das ging bei mir nicht, weil ich habe tatsächlich ein kleines feststehendes Messer hier drin.
Ich denke, das schadet nicht. Etwas Paracord drum gebunden. Hier ist nochmal ein Feuerstarter. Das Set habe ich mir jetzt einfach so komplett hier in die Rückseite reingestoppt. Ich hätte natürlich auch das Paracord und diesen Feuerstein weglassen können. Kommen wir nun zum Hauptfach. Einmal Tempus, die niemals schaden. Ein Wasserfilter. Etwas Zündholz. Hier habe ich ein kleines Angelset. Das heißt einfach nur Angelschnur, ein paar Haken, Gewichte, Köder. Beziehungsweise Schwimmer, nicht Köder. Dann habe ich hier hinten eine Landkarte, die einfach hier unseren Raum zeigt im Maßstab 1 zu 200.000. Dafür auch die Lupe halt dabei, dass ich halt auch mal lesen kann, für den Fall, dass die Schrift zu klein ist. Eine Rettungsdecke ist natürlich drin. Ein Signalspiegel ist natürlich drin. Klebeband ist dabei. Ein Stift, um ein paar Notizen machen zu können. Ein Maßband. Das finde ich tatsächlich unglaublich nützlich, weil man halt so oft mal etwas abmessen muss. Und das Maßband hat, glaube ich, eine Länge von 1 Meter, 1,50 Meter sogar. Bei dem kleinen Packmaß fällt es überhaupt nicht auf. Das war jetzt übrigens hier hinten in dieser Netztasche. Und hier ist nochmal ein Feuerstein, weil ich halt nicht wusste, dass hier schon einer dran ist. Das ist übrigens ein doppelter Feuerstein. Das heißt, hier habt ihr einmal den Feuerstahl zum Entzünden. Und das hier ist ein Brandbeschleuniger. Das heißt, man kratzt erstmal hier an der Oberfläche etwas ab. Das ist im Endeffekt so etwas Ähnliches, als wenn ihr jetzt auch Holzfässersticks machen würdet. Wobei sich das Material sehr gut und leicht entzünden lässt. Und so habt ihr beides in einem Zündmaterial und auch Anzündhilfe. Dann haben wir hier natürlich noch drin Paracord, ein kleiner Kompass, ein wasserdicht verschlossener Feuerstahl, eine Signalpfeife. Ist natürlich auch eine sehr nützliche Hilfe. Eine Pinzette sollte halt generell nie fehlen. Dann haben wir hier noch das Leatherman Rebar, ein sehr nützliches Werkzeug mit verschiedenen Tools an der Seite. Hauptsächlich ist hier aber die Zange interessant. Dann habe ich hier noch diese Kombi aus meiner Robivon Taschenlampe, die übertrieben hell ist und verschiedene Leuchtmodis hatte. Dazu hatte ich ja vor kurzem erst ein Video gemacht. Dann habe ich hier so eine kleine Pry-Bar, um mal etwas hebeln zu können, beziehungsweise hier kann man auch verschiedene Muttern mitlösen. Und natürlich nochmal ein kleines Victorinox-Taschenmesser, wo auch nochmal eine Schere dran ist, eine kleine Säge, Beile etc. Nochmal schnell nachschauen. Das war's. Und was ich halt hierbei sehr schön finde, ist halt die Möglichkeit, hier diese einzelnen Fächer, das ist also hier im Hintergrund ist so eine Klettfläche, das heißt dieses ganze Feld, was hier vorne ist, das ist einfach nur aufgeklettet. Könnte man also abmachen, wenn man es nicht braucht. Ich finde es halt sehr nützlich, eben weil man hier fünf einzelne Fächer hat, wo man die Sachen schon sehr ordentlich verpacken kann. Ihr habt es ja gesehen, es war einiges an Material hier drin. Ach hier, zwei Büroklammern habe ich noch vergessen. Dann hier dieses Netzfach. Und das war der Inhalt von der Tasche. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Karabiner und Magnete lasse ich jetzt einfach mal dran. Nur, dass ihr es nochmal seht. Das alles war darin enthalten. Ich sortiere das hier mal ein bisschen. Also ich denke, man kann sich über das Raumangebot in dieser kleinen Bauchtasche wirklich nicht beklagen, weil ihr seht ja, was da an unendlich viel Material reinpasst. Die Putztücher natürlich nicht vergessen. Jetzt wird es ein bisschen eng. Hier die Medikamente noch alle unterbringen. Die Bankkarten natürlich nicht vergessen. Hier das Handy. Hier sieht das andersrum. Damit halt hier das Licht nicht die ganze Zeit reflektiert. Der Signalspiegel, die Rettungsdecke, das Klebeband, dann der Stift, hier das Tool mit Messer, Pryber und Taschenlampe und natürlich nicht zu vergessen die Karte, die lege ich jetzt auch nochmal hier dazu. Ja, und das alles war jetzt in dieser kleinen 2-Liter-Tasche untergebracht. Ich finde, das ist halt ein kleines Raumwunder. Zeige ich noch mal schnell hier den Inhalt, weil ich es vorhin nur kurz angesprochen hatte. Wie gesagt, Angelsehne, das sind also, ich weiß nicht wie viel, 20 Meter oder irgendwas drauf. Hier ist noch mal ein Magnet, ein paar Büroklammern, ein kleiner Schwimmer. Hier sind Angelhaken und Gewichte. Das heißt, hier hätte man ein kleines Set zusammen. Ich bin jetzt gar nicht so sehr auf das Essen eingegangen, eben weil es in Deutschland oder generell eigentlich schon fast in Europa sehr, sehr schwer ist. Ich sag mal, sich zu verlaufen und dann zu verhungern, weil wenn man natürlich verletzt ist, ist es wieder eine andere Geschichte, aber generell kommt man immer wieder in eine Ortschaft, wo man halt schnell was essen könnte.
Und das waren halt eher so Toolkits, wo ich halt mal eine Schraube festmachen kann, wenn die sich gelöst hat. Oder mal eben was kleben, wenn was gerissen ist. Mit dem Paracord vielleicht mal was festbinden, falls sich irgendwo was löst und sowas alles. Und ich finde, dieses Setup in dieser kleinen Tasche, die selber nur ein Gewicht von 250 Gramm hat und selbst gefüllt war es definitiv unter 2 Kilo. Gut, das Handy hat jetzt natürlich ein eigenes Gewicht. Das ist aber, ich glaube, von allen Artikeln, die hier dabei sind, auch wirklich das Schwerste. Und das hat man ja in der Regel auch vielleicht nur einfach so in der Hosentasche. Und die ganzen Sachen hier alle zusammen, das ist mit der Tasche zusammen unter 2 Kilo. Finde ich mega genial. Wie gesagt, schaut euch einfach mal die Helikon-Tags an. Einziger Nachteil, der vielleicht entstehen könnte, ist, dass dieser Gurt hier hinten, dieser Tragegurt, der ist tatsächlich etwas kurz. Also wenn man die Tasche am Bauch trägt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich trage die halt sehr gerne über die Schulter, dass die Tasche also seitlich am Körper hängt. Und da hängt sie mir ungefähr in der Höhe des Ellenbogens. Also ich habe es gerne, dass die schon fast in der Nähe von der Hüfte hängt. Ich sag mal so wie eine Damenhandtasche so von der Höhe her. Aber die geht halt nur bis zum Ellenbogen runter. Eventuell müsste man dann diesen Tragegurt hier verlängern. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel beim Motorradfahren oder sowas, ist es vielleicht ganz cool, wenn man die Tasche direkt vor der Brust hängen hat. Dann kann man die natürlich nicht so vollpolstern mit allem drum und dran. Aber für einen normalen Ausflug, wo man halt etwas Geld dabei haben möchte, vielleicht noch ein Taschenmesser, Taschenlampe, Autoschlüssel und halt so Kleinigkeiten für normale Ausflüge, reicht die Tasche allemal. Der Preis übrigens liegt bei 30 Euro, finde ich, für die Art von Qualität, was einem hier geliefert wird, mit den ganzen Unterfächern, mit Netzfächern, doppelte Reißverschlüsse am Hauptfach, wirklich alles sehr, sehr gut verarbeitet. Da ist 30 Euro ein unglaublich guter Preis. Schaut es euch auf jeden Fall mal näher an. Natürlich ist das ja auch wieder kein gesponsertes Video. Ich mache keine gesponserten Videos. Ich habe mir alle Sachen immer selber gekauft. Und schaut euch die Tasche einfach mal an. Vielleicht gefällt sie euch ja. Und ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat. Es war nur ein kurzes Video. Ich hoffe dennoch, dass ich die Informationen, die ich mitteilen wollte, gut herüberbringen konnte. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.